Beim Fuchs stehen Auerhahn wie Moorschneehuhn auf der Speisekarte. Die Jagd kann beginnen. Flügel müsste man haben. Die Jagd macht viele Tiere scheu. Manchmal gelingt es den Filmern nur mit ganz besonderen Kameras, sie aus nächster Nähe aufzunehmen. Gerade für größere Säugetiere, besonders für Bären, haben wir meistens eine zweite Kamera. Ich sitze also neben Ivo im Versteck. Ich habe meine Funksteuerung und kann dann die Kamera bedienen, während Ivo die Hauptaufnahmen macht. Das Problem dabei ist, dass die Kamera natürlich immer etwas nach Mensch riecht. Aber wir hoffen, dass wenn das Tier aus der Richtung kommt, wo der Wind gerade günstig steht, dass wir erst unsere Aufnahmen bekommen, bevor das Tier anfängt, diese Kamera zu zerlegen. Für Honig tun Bären alles, aber sie jagen auch größere Beutetiere. Menschen gehören in der Regel nicht dazu, dennoch sollte man ihnen nicht im Weg stehen. In der Situation, als die Bären die ferngesteuerte Kamera fanden, war die Kamera ungefähr 15-20 Meter von unserem Versteck entfernt. Teilweise sind die Tiere noch bis auf 2-3 Meter an unser Versteck herangekommen. Von Angst trotzdem keine Spur. Ich halte Bären für grundsätzlich ungefährlich. Also Bären sind Vermeidungstiere, sozusagen. Sie vermeiden den Kontakt mit Menschen. Wir sind ja schon vor dem Bären vor Ort. Er nähert sich uns. Er kann selber entscheiden, wie nah er sich dieser unbekannten Situation nähert. Und dementsprechend kommt es auch nicht zu einem Unfall. Der Kaukasus hat etwas Magisches. 6500 Pflanzenarten gedeihen an den Hängen. Ein vergessener Garten Eden. Und noch eine Rarität aus dem Tierreich verbirgt sich hier. Bisher noch nie gefilmt. Die größten Tiere Europas. Bergwisente. Im letzten Jahrhundert waren sie in Freiheit bereits ausgestorben. Ein paar Tiere aus Wildparks wurden wieder ausgewildert und bilden die heutigen Herden. Eine Tonne schwer können die friedlichen Kolosse werden. Ein Bild der Hoffnung. Wie vor Jahrtausenden ziehen heute wieder Bergwisente in langen Kolonnen durch die Weiten des Kaukasus.